kurzen schmerzlos ab, die zum Wiesenbärenklaue oder Wiesenbärenklaue, nicht zu verwechseln mit dem Riesenbärenklau oder auch Herkulesstaude genannt. Was ich da herzeigen möchte ist, und ich reise jetzt nicht aus, wie groß das die Blätter werden, und das kann nur größer werden. Da gibt es noch ganz junge Triebe, und beim Wiesenbärenklau ist zu wissen, ist im Grunde essbar, und zeitgleich hat er auch diesen phototoxischen Stoff, der was empfindliche Menschen dann in der Sonne zu Hautreaktionen führen kann, aber eben nicht so wie der gefürchtete und gefährliche Riesenbärenklau. Ja, ich stelle das Blätterwerk nochmal genauer vor, wenn es dann wirklich ausgewachsen ist. Jetzt einfach ein Update. Ich weiß von mir, ich vertrage es. Also ich kann das jetzt auch einfach so essen oder in Smoothie reinhauen. Mir dann auch diese feinen Härchen nichts, auch nicht, wenn es dann größer ist. Empfindliche Menschen ausprobieren und sonst die Finger davon lassen oder Handschuhe anziehen. Man muss ja das Grün nicht essen, gibt ja anderes. Aber im Grunde eben verfügbar, und wenn dann das Junge nehmen, also diese großen Blätter, die lasse ich einfach schon über. Aber ihr seht, es kommt da immer noch frisches Grün nach, und das kann man, wenn man es denn vertragt, gut nutzen.